Herzlich willkommen zurück zu Bedlam. Wir sind mit der Hilfe von Bedlam, wie es so passt, wie es sich so ergeben hat, sind wir aus der Kanalisation und den ganzen Zombies entkommen. Und ich will das da. Ja, das sieht nämlich aus wie ein futuristischer Raketenwerfer. Der ist mir gerade ins Auge gefallen und ich will es. Wie bekomme ich es? Kann ich hier drüber laufen? Nee, nicht wirklich. Vielleicht kann ich... Ich muss von oben runterfallen. Okay, wie komme ich da hoch? Darüber, hä? Okay. Gehen wir einfach mal und behalten diese futuristische Waffe da hinten im Hinterkopf. Denn ich habe nicht mehr allzu viele, nicht mehr allzu viel Munition. Oh, ein Schild aus Death and Glory. Mehrere vielleicht sogar. Vielleicht ist Death and Glory jetzt wirklich von der Korruption, zerstört worden. Wir wissen ja, oh mein Gott, gar nicht, wer recht hat. Ob Integrity das wirklich nur empfindet, um uns kleine Fleischwesen zu ärgern. Oh, das war gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Oder ob die Korruption ein ernstes Problem ist. Sieht aus wie ein ernstes Problem. Nee, und ob mich das überhaupt interessieren sollte, weil ich bin schließlich ein Fleischwesen und diese Computerwesen sind keine echten Menschen. Und, naja, ihr wisst schon. Das ist auch schön. Guano Attack. Okay, und was haben wir hier? Chili Chomper. The hottest game on the table. So, wo war die komische Waffe? Die so sexy aussah? Hey, hüpfen wir mal hier runter. Schauen uns hier hinten um. Chili Chomper, Guano Attack. Talk about acceptable in the 80s. Tja, die 80er waren schon geil. Auch wenn ich nicht wirklich so alt bin, um das sagen zu können. Wo ist diese Waffe? Ich finde es schwer, mich hier zu orientieren in diesem komischen System. Da hinten lag irgendwo eine Waffe, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo da hinten ist. Hier, 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 hier. Da will ich hin. Okay. Gib mir mal ein Safe Game. Und dann versuchen wir mal hier so... Wollen wir nach da fallen? Ja. Und dann springen wir! Ah, guck mal einer an. Da ist ein Jump Pad. Na egal, ich will dich. Oh yeah. Was auch immer du bist. Du hast nur wenig Munition und ich will die eigentlich nicht benutzen im Moment. Ich bin doch viel zu geizig, ihr kennt mich doch. So, dann gehen wir wieder da hoch. Ah, sind wir doch ganz gut hingekommen. Wir laufen den ganzen langen Weg nochmal und wir haben eine neue Waffe. Und zwar auf oder in der Nähe des Raketenwerfers von der Zahl her. Also es wird wohl so eine Art Raketenwerfer sein. Oh. Und knapp. Aber jetzt kommt hier der Meistersprung. Haha. Das Spiel von der Steuerung gefällt mir super gut. Also das ist wirklich ein Spiel, wo die Kontrolle oder wo die Tasten sofort drauf reagieren, wenn du irgendwas machst. Du kannst dich in der Luft drehen, du wirst nicht langsamer. Schaffe ich den Sprung? Wer weiß, wer weiß. Gehen wir wieder den langen Weg. Au, das tat weh. So, dann wechseln wir auf was Vernünftigeres. Und gehen durch die Anomalie. Okay. Was? Oh Gott. Bin ich Pac-Man? Ich bin Pac-Man. Waka waka, ai ai ai! Waka waka. Scheiße. Waka waka, ja. Waka waka. Waka waka. Ich bin begeistert. Oh, eine Chili! Yum! Da hinten ist die nächste. Oh, gib mir Chili. Waka, waka, waka. Da habe ich ein Monster gesehen. War das einer dieser Geister? Ah, okay. Geht's da weg? Da ist... Ach, ach, guck mal einer, schau. Ich bin der Chili-Esser da oben an der Decke. Und da kommt ein Monster. Okay, ihr seid wohl unzerstörbar. Dann lasst mich... Oh. Okay, was ist mein Ziel? Da ist... Nein, nein, nein! Thank
Achso, das sind die Waffen, die ich da sehe. Das ist schon ziemlich cool und verwirrend. Ich kann doch nicht mal eine normale Landkarte lesen und erwartet ihr, dass ich hier sowas spiele? Meine Güte. Was ein abgefahrenes Spiel. So, ich bin das Fieder. Okay. Ich habe überhaupt keine Orientierung. Nein! Okay, ich kann ihn damit zum Stehen zwingen. Und ich muss vielleicht alle Chilis essen. Kann das sein? Yeah! Das ist schon musikalisch 1A. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, nein, 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 nein. Aha! Was bist du? Dich jag ich. Ja, wenn du von mir wegläufst, dann laufe ich hinter dir her. Du leuchtest lustig. Nein! Okay. Waka, waka, waka. Nein! Nein! Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Vielleicht. Gehen wir mal in die Richtung. Okay. Ich denke, das war's für mich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich bin gekommen. Wie auch immer das funktioniert hat. Gut, dann laufen wir nochmal zum Ende des Levels. Vielleicht muss ich ja die Chilis einsammeln. Und mich dann hierhin begeben. Wer weiß. Okay. Und ich bin tot. Wahrscheinlich, weil da ein Geist war. You are dead. Drück F5, um ein Quicksave zu laden. Okay. Ich bin der Chili-Chomper. Tü-tü-tü-tüm. Waka waka, ai ai ai. Ja, waka waka, ai ai ai. Also die Chilis, ich brauche die Chilis. Das nehme ich an, ist das Spielziel und das werden wir machen. Erste Chili. Hier ist die zweite Chili. Und 3 ist ja eigentlich immer die magische Zahl. Außer wir wären jetzt in Super Mario World oder so, dann wäre es 4 wahrscheinlich. Vielleicht kann ich auch, wenn ich die... Oh, okay. Wenn ich die Chilis gefressen habe, kann ich in der Zeit vielleicht die Leute töten auch. Vielleicht bin ich ja in der Zeit irgendwie unverwundbar, in der die Musik läuft. Ich, bin mir nicht sicher, da war eine Chili, oder? Vielleicht doch nicht. Manchmal sehe ich auch nur Dinge. Was bist du? Du bist die Waffe. Okay. Aber solange noch diese gelben Kügelchen sind, kann ich ja hoffen. Oh, bitte sag nicht, dass ich alle Kügelchen einsammeln muss. Das wäre nämlich gar nicht mein Ding. Nein, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ich bin kein Fan von so Gameplay, wo man alles von irgendwas einsammeln muss. Mein Kompass hilft mir nicht. Ich habe auch keinen Hinweis oben rechts stehen, was Heather denkt, was ich tun müsste. Drecksäcke. Yam, 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 yam. Okay. Der Grellix-Cyborg auf der Suche nach Chili. Gibt Schlimmeres. So. Aber ich komme wieder hier raus. Ja. Na gut, wir können auch versuchen, all die Teile einzusammeln. Das ist jetzt wohl nicht so schwer, wie ich mir das eben gemacht habe. Yam, 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 yam. Meine Güte. Gibt aber schon eine Menge davon. Waka, waka, waka. Und dank der Map kann ich auch immer sehen, theoretisch, wo die Gegner sind, aber, naja. Ah, hallo. Sammeln wir dich ein und euch hier.
Musste man Pac-Man so lange spielen, bis man fertig war, bis man alles eingesammelt hatte? Ich kann mich an dieses Spiel, also ich meine, ich habe die nie wirklich gespielt. Diese Pac-Man-Geschichten. Oh, was ist das? Sah nur komisch aus. Gut. Ah, weiter. Wacker, wacker, wacker. Da hinten war noch irgendwo eins und da bist du und ich hasse euch. Keiner hat euch lieb. Jam. Komm. Spiel. Gib mir eine Chance. Sag mir, was du von mir willst. Von mir kleinem Chili-fressenden Grellix Cyborg. So, warte mal, hier war doch irgendwo noch eine. Okay, ihr seid. Was? Wo bin ich hier? Gut, da halte ich hin. Da ist ein Glitch. Okay, also ich musste tatsächlich all die gelben Kugeln einsammeln. Ach du meine Güte. Space Invaders! Space Invaders! In Arcadia, Ego. Nein! Haut ab, ihr Drecksäcke! Keiner hat euch lieb! Das ist ja fürchterlich! Ihr müsst alle sterben! Es ist schon irgendwie abgefahren. Und nicht nur irgendwie abgefahren, es ist abgefahren. Das ist mal ein echtes Retro-Spiel aus einer Perspektive, wie wir das noch nicht gesehen haben. So, ich gehe davon aus, sie werden auch immer schneller, je mehr ich davon abschieße. Und sobald sie unten angekommen sind, werde ich verloren haben. Denn so waren ja die Regeln, oder? Erinnert mich an die Folge Futurama, wo quasi ein Krieg genau so geführt wird. Was bist du? Okay. Gib mir nochmal die Waffe. Au! Na komm. Ja, einer noch, oder? Zwei. Nein, falsche Waffe. Nee, ich glaube, das führt zu nichts. Ich glaube, wir brauchen diese Maschinengewehre hier. Und dich noch. Komm. Super Saucer? Was ist das denn? Nein! Das da, hä? Nein! Ach du Scheiße. Keiner wollte diesen Spielmodus. Lass meine Pflanzen in Ruhe. Au! Okay. Das hat nichts gebracht. Super Saucer. Oh, bitte. Lass mich das nochmal machen. Das probieren wir nächstes Mal, ja? Bis gleich.